Deine spezielle Person ist eine Reflexion von dir, von deinem Mind, von deinem Verstand, von deinem Mindset. Das Gesetz der Fülle, das Gesetz vom Divine Design, das Gesetz der Energie kann von dir nicht gebrochen werden. Und dein SP ist genau das, was du sagst, was er oder sie ist. Und wenn du das Gesetz der Fülle verstanden hast, dann weißt du, dass es darum geht, dich, also deinen Mindset, dein Denken aufzufüllen. Und dieses Auffüllen ist ein kontinuierliches Erfüllen mit den Gedanken, die du im Außen sehen möchtest. Wenn du sehen möchtest, dass deine spezielle Person dich liebt, von dir, von deinem Mindset erfüllt ist, dann musst du diesen Mindset auffüllen. Und auffüllen heißt permanent hineinfüllen, permanent hineingeben, Gedanken permanent hineingeben, Gedanken permanent denken, Gedanken permanent unnachgiebig auffüllen, dich erfüllen, dich zu einer Verkörperung deiner Gedanken manifestieren. Das ist das Gesetz, das ist die Funktionsweise, die du nicht brechen kannst. Und du musst brechen, was du hineinfühlst in dich, was du in deine Gedanken trägst, dein Gedankengut erfüllen, auffüllen, in die Erfüllung gehen. Die Erfüllung sein, die Realität sein, eine Verkörperung deines Gedankengutes sein. Und der Weg darüber, der geht nun mal nur in konsequente Erfüllung, Auffüllung, Seinszustand, diese Erfüllung sein und diese Programmierung sein, diese Programmierung leben. Und wie lebst du einen Seinszustand? Du lebst ihn, indem du die ganze Zeit in diesem Gedankengut schwelgst, da drin schwelgst, sein, denken. Und dann kommt das Gefühl. Neville Goddard sagt, Feeling is the secret. Das Gefühl ist das Geheimnis. Aber das Geheimnis des Gefühles ist das Auffüllen mit Gedanken, so dass dein Gefühl hinterher zuerst dein Gedankengut reflektiert, egal was da draußen ist. Und das muss reichen erstmal als Manifestation. Wenn du deine Manifestation immer darauf auslegst, was du im Außen an Reaktionen siehst, was du im Außen an Beweisen siehst, was du im Außen an Reflexionen siehst, dann wirst du immer wieder aussteigen, dann wirst du dich nicht so erfüllen mit dem, was du haben möchtest. Und das ist das einzige Geheimnis. Und du brauchst kein Coaching dafür, du brauchst niemanden dafür. Wenn du dich alleine dorthin bringst, wenn du dich alleine dort hinein manövrierst in dieses Denken, dann brauchst du nichts und niemanden. Aber dieser Zweifel, der immer wieder aufkommt, der muss gemanagt werden. Und dieses straffe Management, wenn du das selber noch nicht bekommst, weil du immer wieder dem Zweifel verfällst, weil du immer wieder sündigst, wie es die Bibel nennen würde, dann darfst du dir Hilfe suchen. Entweder in einem Programm, in einem Kurs, mit einem Coach. Und der führt dich einfach nur in straffem Regiment, wenn dieser Coach selber so überzeugt ist, dass dieses Gesetz nicht zu brechen ist, einfach nur auszuführen ist. Und diese Zweifel, die immer wieder kommen, die müssen widerlegt werden. Und dieses Widerlegen kannst du auch wieder nur in deinen Gedanken, in deinem Mindset revidieren. Neville Goddard sagt auch, Revision ist ein Tool. Revision heißt einfach nur richtigstellen, so hinstellen, wie es ist, wenn du in deinem erfüllten Wunsch lebst. Es ist dieses Prinzip, es ist dieses Gesetz, da gibt es nichts dran rumzuschrauben. Du machst nichts falsch, nur machst du es
zu wenig, du machst es zu viel in eine andere Richtung. Und das ist dieser riesengroße Unterschied zwischen dir und jemand, der es geschafft hat, der es kann. Er ist zweifelsohne in einem Mindset, sie ist zweifelsohne in einem Wissen, an dem du eben noch zweifelst. Und meine Videos dienen dir dazu, immer wieder diesen Zweifel aus dem Weg zu räumen, immer wieder tiefer und tiefer in die Welt deines erfüllten Wunsches, in die Welt, wo Göttlichkeit und Perfektion und Erfüllung herrscht, einzusteigen. Und diesen Tweak, diese Veränderung, die darfst du für dich Moment zu Moment zu Moment nutzen, umsetzen und dich managen. Ich hoffe, dieses Video hat dir wieder Sicherheit gebracht und hat dich wieder auf den Weg gebracht, dass dieser Weg der einzige richtige Weg ist und der einzige Weg, der wirklich funktioniert. Und wenn es eine Person geschafft hat, dann kannst du es auch schaffen. Und dieser Weg führt dich zu dem, was du wirklich bist, zu deinem göttlichen Design, zu deinem erfüllten Design, zu deinem erfüllten Sein. Ja, like dieses Video, kommentiere dieses Video. Wisse, dass dieses Video alles, alles in sich trägt, was du wissen und was du machen musst, um in einen Seinszustand, in ein Bewusstsein einzutreten. Alles ist für dich da, jetzt schon. Nehme es in Anspruch. Fülle dich damit auf. Bediene dich. Das ist der Dienst, den du leisten kannst. Bediene dich des schönen Denkens, bediene dich des Denkens aus dem erfüllten Wunsch. Dadurch, dass du dich bedienst, bist du der Diener der Divine Design Realität, die für dich in Fülle und Erfüllung gedacht ist. Ja, freu dich. Freu dich einfach, dass du dieses Geheimnis kennst, dass du deine Willensstärke hast, dass du deine Willensstärke, dass du deine Kraft, dass du deine Power hast, dich immer wieder dorthin zu bringen, wo du sein möchtest. Like, kommentiere, teile, denn bei 4.000 Abonnenten verlose ich wieder ganz, ganz wertvolle 1:1 Gespräche. Und dieses Wissen muss einfach so klar immer wieder in die Welt getragen werden, ausgesprochen werden, dass jeder aus seinem Opferzustand, aus seinem Trauerzustand, aus seinem Leidens- und Mangelzustand herauskommt und sich in die Erfüllung katapultiert.